Hast du ein Angebot, das deinen Zielkunden wirklich hilft, aber es wird zu selten gebucht? Oder wenn du mit einem Interessenten sprichst, wird zwar klar, dass dein Angebot perfekt passt, aber du kannst diese Menschen oft nicht wirklich überzeugen? Nun, in diesem Video zeige ich dir eine relativ einfache Formel, durch die ein Angebot im wahrsten Sinne des Wortes unwiderstehlich für Kunden wird. Hallo, ich bin Mike Lekis von Passion & Profit. Willkommen zurück auf unserem Kanal, wo wir Beratern, Trainern und Dienstleistern zeigen, wie sie ihr Business einfacher, aber natürlich auch erfolgreicher gestalten können. Und um hier Credit zu geben, wem Credit gebührt, wir haben diese Formel vor etwa 10 Jahren von unserem damaligen Business Coach Lisa Sesevic gelernt. Und zwar, Fun Fact, auf einer Veranstaltung in den USA, als Andrea und ich dort geheiratet haben und quasi auf Hochzeitsreise waren. Okay, zurück zum Video. Zuerst verrate ich dir die Formel und dann nenne ich dir noch 3 Schritte, die dir dann auch bei der Umsetzung der Formel helfen werden. Hier zunächst die Formel. Wenn du dein Angebot präsentierst, und zwar ganz egal, ob auf einer Verkaufsseite, im persönlichen Gespräch oder in einem Vortrag, dann musst du dich zu 90% auf das Ergebnis fokussieren, also das, was Kunden davon haben. Also was ist die Veränderung, die deine Kunden erleben werden, wenn sie mit dir arbeiten, wenn sie dein Angebot in Anspruch nehmen? Wissen sie beispielsweise, wie sie ihr Business strukturieren müssen, um 10, 20 oder 30.000 Euro monatlich zu verdienen? Oder zeigst du ihnen, wie sie Vorträge halten, durch die sie dann auch große Unternehmenskunden gewinnen werden? Oder werden sie dank dir letzten Endes ihr fertiges Buch in den Händen halten? Hat die Akquise für sie den Schrecken verloren, sodass sie ihr Geschäft zuverlässig ausbauen können? Und so weiter. 90% deines Fokus sollten darauf gehen und nur 10% deiner Ausführungen sollten sich darauf beziehen, wie du dieses Ergebnis erzielst, also was du tust oder was jetzt deine Leistung ist. Doch wie gehst du jetzt dabei vor, wenn du dein Angebot erstellen willst? Nun, Schritt Nummer 1 ist ganz einfach. Bestimme die Ergebnisse oder die Veränderungen, die eintreten werden, wenn jemand dein Angebot in Anspruch nimmt. Also die Dinge, die sich ein Kunde am meisten wünscht. Was werden diese Menschen erfahren, lernen oder gewinnen? Werden sie die Art, wie sie ihre Arbeit planen, verändern? Werden sie die Herangehensweise an Probleme womöglich verändern? Okay, Schritt Nummer 2. Bestimme zusätzliche Resultate oder Ergebnisse, die ein Kunde aufgrund der Zusammenarbeit mit dir erfahren wird. Also wird deine Kundin beispielsweise zusätzlich zu mehr Umsatz in ihrem Business ein größeres Selbstvertrauen entwickeln? Oder wird sie wissen, wie sie jetzt souverän Vorträge hält? Oder wird sie mehr Klarheit darüber gewinnen, was sie wann in ihrem Business tun muss? Und Schritt 3 ist schließlich, lege fest, wie du diese Ergebnisse erzielen willst und erzielen wirst. Arbeitest du beispielsweise mit einem Team so lange, bis ein bestimmtes Ergebnis umgesetzt wurde? Arbeitest du mit jemandem 1:1 oder in einer Gruppe? Oder hast du vielleicht ein 3-, 6- oder 12-Monats-Programm oder Plan, wie du die Ergebnisse erreichen wirst? Und hier noch ein zusätzlicher Tipp dazu. Gib Kunden einen Anlass, um möglichst sofort zu handeln. Lege beispielsweise einen speziellen Bonus fest, etwas, das für dich zwar leicht zu erstellen ist, für den Kunden jedoch von hohem Wert ist. Du kannst auch diesen Bonus auf eine bestimmte Zeit oder eine Menge limitieren, um die Dringlichkeit deines Angebots weiter zu erhöhen. Diese Formel ist der erste Schritt, um Angebotspakete zu erstellen, zu denen Kunden nicht Nein sagen können. Und wenn du jetzt wissen willst, wie es mit den anderen 3 Schritten weitergeht, nun, dann sieh dir einfach das Video an, das du jetzt hier neben mir eingeblendet siehst. Ich hoffe, dir hat dieser Tipp gefallen und bedanke mich bei dir, wie immer, fürs Zusehen. Und wenn du möchtest, sehen wir uns im nächsten Video wieder.